Hey Leute, willkommen zurück. Hier bei Valheim. In der letzten Folge hat uns ja der Troll angegriffen. Schauen, was hier noch so geht. Wie ihr seht, das Eisen stapelt sich langsam. Was an sich ja nicht verkehrt ist, denn Eisen werden wir ziemlich viel brauchen. Ich habe das mal so ein bisschen überschlagen. Ich glaube, wenn man sich alles aus Eisen machen will, allein braucht man, glaube ich, schon gefühlt 200 Eisen. Dann hat man aber noch keine Upgrades gemacht. So, jetzt können wir hier mal schnell reinschauen. Backbank, das haben wir schon alles. Den Blasebalg haben wir schon gebaut. 20 Eisen, 5 Holz. Ich würde sagen, 20 Eisen, 5 Holz. Das klatschen wir doch gleich mal hin. Wo können wir denn dich wieder hinstellen? Na, du kommst da hinten hin. Schmiedestufe 4, jawohl. Dann hätten wir das. Den Steinmetz. 10 Holz, 4 Stein, 2 Eisen. Ja, das könnten wir eigentlich auch gleich machen. Stein. Haben wir doch auch noch zu Genüge. Ich glaube, das müssen wir hier mal erweitern. Ist dann vorne und hinten? Weiß gleich gar nicht. Und wir machen da so ein Eck rum. Das könnten wir eigentlich auch machen. Wir lassen wir es so hin. Ah. Steinwände. Nice. Steinboden, Steinstufen, Pflasterstraße. Ja, das wird doch langsam, Freunde. Eine geile Feuerstelle. Auch nice. Ja, und das... Gut, genau. 15 Eisen, 10 Holz. Das könnten wir doch eigentlich auch noch machen. Das machen wir so. 15 Eisen, 10 Holz. Dann würde ich sagen, sind wir auf jeden Fall hier mal gut ausgerüstet. Das hänge ich wahrscheinlich irgendwo hier an die Wand, oder? Zack. Schmiedestufe 5, ja. Ich würde sagen, jetzt haben wir tatsächlich das erste Mal alles gebaut, was es so zu bauen gibt. Ja, und schon schaut es hier wieder schlechter aus mit dem Eisen. Jetzt packen wir gleich wieder hier rein. Es wird dann eh zu Eisen verarbeitet. Ja, zu Kohle. So. Und das ist auch hier mein ewiges Hin und Her. Schauen wir aber immer, dass es gut läuft, der Ofen. Könnten wir auch mal einen zweiten bauen. So, wie viel Eisen haben wir denn jetzt noch? Ja, sagen wir 60 ungefähr. Dann könnten wir uns doch mal hier die beiden Rüstungen bauen. Die sind aber ganz schön schwer, ey. Genau, und dann könnten wir noch uns auch den Helm bauen. Aber ich habe da letztes Mal was gesehen, Freunde. Das dürft euch vermutlich auch interessieren. Und zwar, wenn ich es noch finde, wir gehen mal zum Händler und verkaufen unser Zeug.
So, Händler ist links. Da. Gegenstand? Ah. Das Eisen. Ich dachte mir jetzt schon, was ist denn jetzt, mein Portal kaputt oder was? Denn ich weiß nämlich, wie man den richtig dicken Hammer baut, Alter, der richtig AOE Damage macht. Und ich habe mich doch das letzte Mal noch gefragt. Das Fleisch. Was wir damit machen können. So, jetzt verkaufe ich euch mal alles. Genau. Und wie ich denn mitbekommen habe, brauchen wir das Fleisch viermal. Jetzt weiß ich leider nur nicht, ob das jetzt schon gleich geht, weil normalerweise hätte es ja kommen müssen, dass wir es freigeschaltet haben. Oder brauchen wir da wieder... Na, was könnten wir denn da noch dazu brauchen? Ich sehe es jetzt gerade gar nicht. So, Freunde, ich habe mal hier kurz geschaut. Es fehlt tatsächlich noch von so einem Trauger. Der Kopf. So als Trophäe eben, ihr wisst schon. Dann packe ich das Fleisch gleich mal hier mit rein. Heißt, wir müssen auf jeden Fall mal noch lostigern. Ja, ich weiß, ich trage zu viel. Gib mir doch mal... Achso. Das Rehfell. Wir müssen auf jeden Fall mal nochmal losmarschieren und einen Trauge-Elite-Krieger killen. Und ich muss auf jeden Fall mal wieder ein paar Rehe umlegen. Ich hab fast schon keine Rehhaut mehr. Was können wir mal schauen? Wir könnten uns auf jeden Fall, was haben wir denn schon gemacht? Den Bogen eventuell. Der Bogen macht zwar hier bloß einen Schaden mehr. Aber den können wir dann, ja okay, upgraden. Aber das könnten wir tatsächlich erst später machen. Dann eine Eisenaxt. Mit der Axt kämpfen wir eigentlich hauptsächlich. Holz, Lederreste. Ist gebongt. Holz. Dann schauen wir da wieder, dass ich zu viel dabei habe. Nehmen wir noch ein bisschen Holz mit. Ich weiß, ich trage zu viel wie immer. Und dann gib mir doch jetzt hier bitte mal eine schicke Eisenaxt. Nice. Na komm, dann essen wir wieder ein paar Pilze. Damit wir hier nicht verhungern. Okay, was wäre als noch wichtig zum Kämpfen auf jeden Fall? Gut, hier würde ich dann den Hammer reinklatschen. Den dicken. Und dann können wir uns tatsächlich noch... Wie schaut es denn aus mit dem Schild? Ein Schild haben wir jetzt. Okay, der macht schon deutlich mehr und das ist so über der... 8 Eisen Edelholz. Haben wir denn noch Edelholz? Ja, aber tatsächlich nicht mehr viel. Die Kisten sind auch schon wieder voll mit dem alten Werkzeug. Ja, dann würde ich sagen, schnappen wir uns doch gleich mal ein paar Birken. Wenn wir hier noch irgendwo eine finden. Und dann können wir mal noch
den Troll killen, weil der ist tatsächlich auch hier irgendwo. Den habe ich doch das letzte Mal erst gesehen. Hier liegt noch eine Birke rum. Ah, da hinten ist er, mein Dicker. Mein kleiner dicker Freund. Okay, das waren 4. Das war eindeutig zu wenig. Dann einmal Turbo. Schon ist das es auch noch. Schwarzwald. Ist nur da vorne. Ach, da ist noch eine Birke. Wir brauchen ja tatsächlich nicht viele Birken. Die müsste wahrscheinlich schon ausreichen. Aber jetzt kommt dann wahrscheinlich der Troll. Was normal ja kein Problem wäre. Ich habe glaube nur nicht genügend. Oh, doch habe ich sogar. Gar nicht, was er immer los ist mit ihm. So, da wollte ich jetzt nicht drin hängen. Er macht mir sonst noch meine ganze Bude kaputt. Und tschüss. Mann, immer das gleiche hier mit dem Troll. Dann gib mal her das Zeug. Steine. Das ist glaube ich immer das, wo er reinprügelt. Der haut halt da gleich die Steine vom Boden raus. Ja, dann haben wir auch noch ein bisschen einen kleinen Fight gesehen. Das war jetzt der Troll von da hinten. Nehmen wir jetzt. Hier war ja irgendwo der andere. Aber er wird schon nicht auch gleich ums Eck kommen. So, Freunde, dann würde ich sagen, genau, bauen wir uns gleich noch den guten Schild. Blocken ist ja tatsächlich mitunter eines der wichtigsten Dinge hier in dem Spiel. Ich sag mal, Armor ist zwar nicht schlecht, aber mit unter dem Schild kann man echt wirklich am allermeisten Schaden verhindern. So, zack. Ach, und frieren tun wir auch schon mal wieder. Jetzt packe ich mal noch hier rein. Da rein, du kommst hier drüben noch mit rein. Achso, na gut. Steine haben wir auch mal wieder mehr als genug. Gut, der Rollkopf, Rollhaut. Münzen packen wir hier mit rein. Und dann packen wir hier mal noch das alte Zeug rein. Gut, die Spitzhacke nehme ich immer mal mit, weil gerade für, wenn ich dann mal wieder rausgehe und mir die und das Eisen farme, da reicht halt als Spitzhacke nicht, weil ich sag's euch, Leute, da gibt's Zeug. Warte, jetzt immer 10 Eisen, 4 Eisenholz, okay.
Und gut, dann können wir mal noch gucken, was sind denn noch, was noch wichtig? Die Waffe, das Schild. Die Eisenspitzhacke haben wir schon. Gut, dann würde ich tatsächlich noch sagen, hier die drei Sachen. Und dann wären wir eigentlich schon startklar. Gut, wir könnten mal den Flug, können wir jetzt dann auch mal machen. Dann können wir auch mal hier ein Feld anlegen. Den Jägerbogen machen wir zum Schluss, weil, sag mal, der Bogen ist jetzt eins besser. Das müssen wir jetzt nicht unbedingt gleich upgraden. Dann. Habe ich da vielleicht noch ein Eisen? Ernsthaft? Habe ich jetzt genau. Jetzt habe ich genau. Dann machen wir es doch gleich so. Füllen wir das gute Ding wieder auf. Und dann werde ich im nächsten Part, Leute. Und brauche noch die Rehhaut. So, im nächsten Part auf Draugerjagd gehen. So, jetzt gib hier mal doch her. Einmal Helm bitte. Einmal die Schienen bitte. Hä, wieso habe ich können? Ich hatte doch 2. Nein, ich hatte nur 40. Stimmt sowas. Ah. So, okay. Dann legen wir das alte Zeug mal wieder schnell ab. Okay. Kann ich eigentlich hier das... Okay. So, das Ding wollte ich schauen. Und wenn ich jetzt dich upgraden will, das kostet mich dann wie viel? 5 Eisen, ja okay. 5 ist okay, Freunde. Ist jetzt nur blöd, dass ich jetzt das hier nicht mehr hinbekomme mit den 20 Eisen. Aber ich sag mal, das können wir auch erwarten, da wir hier noch 60, 74 Eisen haben. Also, gibt keinen Grund zur Eile. Und das Gute ist tatsächlich, immer wenn man ins Bett geht, dann knallt es da schön durch über Nacht. Und deswegen würde ich sagen, das packe ich dann auch gleich da rein. Dann gehen wir jetzt auch mal schön ins Bettchen und knacken eine Runde. Und wie man nun unschwer gehört hat, hier tatsächlich alles durchgeballert. Heißt, wir sind ja der Rüstung eh schon wieder nahe. Diesen brauchen wir noch. Schaut's hier aus. Holz könnten wir auch mal wieder gebrauchen. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, beende ich an dieser Stelle die Folge. Und in der nächsten Folge werden wir dann den Draugr jagen. Beziehungsweise ich werde mir überlegen, ob ich das offscreen mache, denn ich muss ja erstmal einen Platz suchen und es dauert sonst, glaube ich, auch zu ewig, bis ich den jetzt einfach so finde.
Okay, Freunde, wenn euch die Folge gefallen hat, klatscht einen Daumen nach oben rein. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Macht's gut, Freunde, euer Stevie B. Ciao.